Hallihallöchen und willkommen zurück zu Hoko Live. Wir basteln jetzt mal weiter direkt an unserem Stuhl. Wir haben ja festgestellt, dass wir es einfach ein Stück noch weiter nach vorne bewegen müssen. Jetzt gucken wir mal, ob das schon funktioniert. Objekte bearbeiten, genau. Ah, perfekt. Können wir alles markieren? Das würde mich jetzt interessieren. Kann man alles markieren? Ich glaube nicht, ne? Info. Was ist denn die Info? Ach, aus was das hergestellt wurde. Ja. Dann müssen wir, glaube ich, alle Sachen einzeln ein Stück nach vorne ziehen. War ja nicht viel, ne? So. Nein, ich wollte das andere Bein. Danke. Das ist jetzt natürlich Fummelarbeit, jedes einzelne nach vorne zu ziehen, aber das kriegen wir hin. So, das Bein noch. Ja, passt. Und die Rückenlehne. So. Das Gefühl, die muss noch so ein Tick rüber. Genauso wie du. Ja, so als Grundlage kann man das auf jeden Fall schon so machen. Sehr schön, dann speichern wir das Ganze jetzt nochmal. Probieren es nochmal aus. Bin gespannt. Oh, es wird dunkel. Das sieht auf jeden Fall perfekt aus. Nice. Er könnte... Weil nicht unbedingt, ne? Ich wollte gerade sagen, er könnte noch ein bisschen größer sein im Rücken. Aber ich finde nicht, ne? So ein normaler kleiner Stuhl. Geht ja meistens nur so... Bis zum Nacken. Cool. Ja, dann ist das unsere Vorlage. Guck mal in die Tasche. Da müssen wir die umbenennen. Aus dem Rucksack auswählen. Bearbeiten. Dann speichern. Umbenennen. Achso, Tastatur. Ja. Maus. Vorlage Stuhl. Dankeschön. Okay. Speichern. Jetzt? Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte da dran. So, jetzt können wir den einmal kopieren. Eine Kopie herstellen. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei. Ich hoffe, wir bearbeiten jetzt auch nur einen davon. Objekt bearbeiten. Weil eigentlich ist ja schon ganz cool so, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas hinzufügen können. Was haben wir? Oh, Hilfe. Das ist ja ein cooles Objekt. Man soll eine richtig coole Steinbrücke oder so machen. Interessant. Ein Ei. Oh, das so als Wegplatten finde ich mega. Das nehmen wir als Wegplatten auf jeden Fall. Aber ich glaube, am Stuhl selber würde ich dann vielleicht doch so lassen, ne? Ja, beenden wir das Ganze mal. Können wir den Stapel teilen? Nee, aber wir können... Pass auf, weil ich möchte ihm ja nicht beide geben. Wir stellen unseren Teststuhl jetzt einfach mal dahin. Und können ihm einen geben. Hi! Warum bist du so groß? Fertig! Einmal Stuhl. Das ist wirklich schön. Kannst du dafür nicht einen netten Platz in meinem Zuhause finden? Klar,
Großartig, danke. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo du wohnst, ne, mein Freund. Ich glaube, auf der Flussseite. War das dein Haus? Ja. Sehr schön. Ach, guck mal, wir haben ja schon diesen wunderschönen Holzstuhl für ihn designt. Pass auf, den nehmen wir dann mal weg. Und stellen dafür den Holzstuhl hin. Drehen. So. Perfekt. Müssen wir den Holzstuhl vielleicht mal umgestalten. Der ist nämlich, nicht so schön. Owen. Kätzchen. Bin fertig. Da bist du. Krieg ich jetzt eine Belohnung? Hi. Was geht? Platziert. Danke, ich liebe es. Sie hier nehmen das als kleine Belohnung. Eine kurze Treppe. Was? Ich sag kurze Treppe und gib mir rote Ballerinas. Also irgendwas stimmt da bei dir auch nicht so ganz, ne? Hi. Oh, er setzt sich da drauf. Ich schätze, es ist wohl ein cooler neuer Trend, die Leute von ihren Pflichten abzuhalten und sie in ein Gespräch zu verwickeln. Sei halt muffig. Ist okay. Ist okay. Ja, pass auf, es wird dunkel oder machen. Pass auf, nee, ich möchte die Steinwege noch machen. Zumindest anfangen anzudeuten. Neu. Wäre dann ja, sag ich mal, ein kleines Objekt, ne? Oder Pfad. Niedrig und flach, du kannst drüber gehen. Ja. Oh. Alles klar. Objekt hinzufügen. So. Platzieren. Nächste. Achso, warte. Duplizieren können wir ja einfach. Dann werden wir das drehen und vergrößern und verkleinern, damit das einfach alles ein bisschen anders aussieht. So. Perfekt. Gucken, ob das am Ende so wird, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Nee, machen wir dich wieder schmaler, dafür aber vielleicht ein bisschen länger. Nee, das brauche ich. Hey. Ja, ist ein Gefummelze hier, aber ich finde das gerade nicht so schön, dass du so von der Optik her so gestreckt aussiehst. So. Gut. Nehmen wir nochmal so ein Standardding. Probieren das jetzt aus, ob das gut aussieht. Wenn es kacke aussieht, dann müssen wir uns da was anderes überlegen. Ich bin hochkonzentriert, es tut mir leid. Da schweige ich immer. Das ist so ein Phänomen bei mir. So, passt auf. Dich könnten wir noch ein Stück rüberschieben, damit du ein bisschen mehr Platz hier hast. Wobei ich gern hätte, dass ihr relativ gut dann aneinander passt. Wenn, ich sag mal, das hier
hier als neuen Weg wieder andockt. Ach doch, das sieht doch ganz gut aus. Ich müsste dich... Ja, doch, du wärst dann so. Dann müsste ich dich vielleicht nur ein Stück höher und schmaler machen. Damit das da wunderbar schön andockt. Hoffe ich. Oh nee, ich wollte das nicht rückgängig machen. Achso, ich kann... Ach, guck mal. Oh, so, ja. Nee, nicht... was mache ich? Was mache ich denn da? So. Skalieren. Bisschen schmaler. Verschieben. Stückchen hoch. Dann muss ich dich noch ein Stück drehen. So. Sieht alles so gleich aus, ne? Egal. Egal. Ist ein Experiment. Es ist ein Experiment. Wir probieren es einfach mal. So. Ja, wir nehmen es einfach mal so mit. Das ist jetzt bestimmt schon stockeduster. Oh ja, wir sollten gleich mal ins Bett gehen. Ich wäre ja gerne näher am Haus. Aber doch, das ist doch süß. Was mich halt stört, ist, dass halt überall immer dieses X-Bewegen auftaucht. Kann man das nicht ausstellen irgendwie in den Optionen? Da muss ich mal gucken. Weil das ist echt nervig, dass man auch jetzt über die Wege oder die Brücken, da steht ja immer Bewegen. Das stört für mich so das Gesamtbild. So, möchte ich nicht haben. Wirklich nicht. So, wir haben schon Freitag. Guten Morgen, guten Morgen. Der morgendliche Weg, ihr wisst, wo er uns hinführt. Zum Bauernhof. Gucken, ob unsere Erdbeeren endlich gewachsen sind. Oh, das wäre schön. Ich möchte endlich Erdbeeren pflücken. Und die Frage ist, wachsen sie nach? Oh, der Apfelbaum wächst auch. Sehr schön. Nee, ich will hier kein Unkraut. Danke. Man kann euch ernten. Oh, aber seid ihr dann weg? Ich glaube, ihr seid dann weg, ne? Da müsste man euch neu pflanzen. Erdbeeren, ja, das sieht nicht so aus, als wäre da jetzt noch irgendwas auf dem Feld. Gut, pass auf, dann würde ich sagen, wir pflanzen noch zwei neue Sachen an. Und zwar machen wir jetzt hier nochmal ein Feld. Und gucken, was für zwei tolle neue Sachen wir denn dann finden. Einmal für hier und einmal für hier. Du bist noch nicht fertig, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal shoppen. Wo ist er? Da oben. Hey. Ein wenig Sonnenschein ist großartig für die Pflanzen. Ja, ich würde gerne was kaufen. So, was haben wir denn noch für den Sommer? Blaubeeren hatten wir aber, glaube ich, angepflanzt oder nicht? Ne, hatten wir, glaube ich, nicht, ne? Pass auf, dann nehme ich mal 6 Blaubeeren. Oh, das ist teuer. Kohl hatten wir, Möhren haben wir. Zwiebeln könnten wir noch. Weintrauben. Den Mais wollte ich noch, ne? Und dann nehmen wir noch Mais. Und dann sind wir wieder pleite. Oh, warum ist Feldarbeit so teuer? So. Blaubeeren. Blaubeeren. Und dann können wir immer, je nach Jahreszeit, die Felder hier halt neu bestücken.
Weiß halt nicht, ob man damit auch gut Geld machen könnte. Und die Frage ist, kriege ich da unten die beiden Testfelder wieder weg? Eventuell mit einer Schaufel. Oder nochmal drüber haken? Die nochmal drüber haken hatten wir ja schon. Warte mal, dann vielleicht doch schaufeln. Ey, komm her. Okay, perfekt. Sehr gut. Zwischendurch enttäuscht du mich dann doch nicht, Spiel. So. Bewässern. Ich weiß halt auch nicht, ob wir das täglich zusammen machen sollen, ne? Ich meine, ja, es ist eine tägliche Aufgabe. Sie gehört zum Spiel dazu. Aber es dauert mit dieser Gießkanne halt auch einfach ewig. Und dann wieder neues Wasser holen. Und dann jedes Feld einzeln bestäuben hier. Nein, und dann gießt man daneben. Dann hat man es schon verkackt. Belastend. Sehr belastend. So. Unsere wunderschön neu gepflanzten Früchte hier. Weiß gar nicht, was haben wir denn hier gepflanzt neben uns? Hatten wir da schon Blaubeeren? Oh, sag mir nicht, wir hatten da schon Blaubeeren gepflanzt. Man sieht es halt leider nicht, ne? Was haben wir denn da gepflanzt? Wir werden uns überraschen lassen müssen. Oder ihr wisst es noch. Mit Sicherheit wisst ihr das noch. Ich nicht mehr. Ich weiß, hier haben wir Kohl, da haben wir Möhren. Ach, Wassermelone, glaube ich, ne? Wassermelone und Tomate hatten wir ja gepflanzt. Ich erinnere mich. Okay. Dann hatten wir noch keine Blaubeeren. Jetzt haben wir noch Blaubeeren und Mais angepflanzt. Gut, gut, gut. Oh, ist das blöd mit der Kanne. Hat man sich einmal verklickt, dann passt es nicht, ne? Ich war so stolz, dass so eine Gießkanne immer für 6 Felderchen reicht. Und zack, einmal daneben gegossen. Schon funktioniert das alles nicht mehr. So, noch zweimal auffüllen. Nein, auffüllen habe ich gesagt. Aha. Wir haben es gleich. Letzte Mal Wasser holen. Und dann können wir uns wieder anderen Dingen beschäftigen. Sehr gut. So. Was bringen denn die Erdbeeren? 6. Okay, wir kriegen pro Ding aber auch nur 6 raus. Die bringen im Verkauf 22. Was haben die im Einkauf gekostet? Ah, ja, ich baue es fast so gerne an, wie ich es esse. Ja, was haben Erdbeeren gekostet? 14. Okay, wir kriegen auf jeden Fall, denke ich mal, aus den Sachen Profit. Oh, wir können ja auch noch hier genau einen Kirschbaum ein. Oh, wir haben kein Geld. Einen Zitronenbaum will ich nicht. Ein Pfirsichbaum ist auch zu teuer. Birnbaum hat im Herbst Früchte. Apfelbaum haben wir gepflanzt. Blöd. Okay. Dann nicht. Tschüss. Achso, nee, warte. Ich will unsere Erdbeeren hier einlagern. So. Perfekt. Sehr schön. Dann sind wir am nächsten Tag wieder hier. So. Mine muss heute nicht sein, finde ich. Wir gehen mal hier zum Teich. Gucken, ob wir da vielleicht neue Schmetterlinge, neue Waldschmetterlinge noch finden. Und vielleicht noch ein neues Fischi, bitte. Aber bei den Fischen habe ich echt das Gefühl, dass wir da kein Glück haben. Wir können mit dir mal wieder reden. Hey. Ginny, du hältst dich gut, wie ich sehe. Erzähl mir von. Was hast du denn auf dem Herzen? Angeln?
Köder? Köder? Hatten wir schon mal Köder? Stimmt, Köder, ja. Nun ja, verschiedene Fische mögen verschiedene Dinge zum Knabbern. Du kannst Köder machen und an der Angelrute in deinem Rucksack anbringen. Mit dem Köder am Ende deiner Leine bestimmst du, welche Art von Fisch darauf reagiert. Experimentiere mit verschiedenen Ködern, um zu sehen, welcher Fisch einfacher zu fangen ist. Die richtige Kombination zu finden, ist Teil des Spaßes, würde ich sagen. Aber was nimmt man denn als Köder? Hä? Einfache Angel für kleine Fische. Vielleicht haben wir deswegen die anderen noch nicht gefangen. Weil wir gar keinen Köder haben. Kann ich dich? Nein. Als Köder benutzen wollte ich gerade sagen. Leute, wisst ihr, wie man Köder an die Angeln macht? Und was? Vielleicht Würmer? Warte mal. Ich suche jetzt. Hier kann ich nicht buddeln. Och, belastend. Ich wollte gerade sagen, ich suche mal Würmer, aber hier kann ich nicht buddeln. Ich habe auch keine mehr im Inventar. Wir waren noch nicht bei den Shops. Ach Gott, wir haben mal so viel zu tun täglich, ne? Hallo, Leander. Die Folge ist an sich schon wieder um. Ah! Ah! Man will so viel machen und tun und sehen und überhaupt und generell und. Das ist wie im echten Leben. Der Tag hat zu wenig Stunden Geld. Dankeschön. Der Tag hat einfach zu wenig Stunden. Man braucht einfach mehr Zeit. Bitte. Kann nicht jemand die Zeit neu erfinden? Kann so ein Tag nicht länger gehen? So ein paar Stunden mehr. Da sind noch Würmer. Ich meine, zum Tag, also zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme, also es ist gerade Sonntag, es ist Halloween. Und heute haben wir ja ausnahmsweise mal mehr Zeit am Tag. Muss ich ja sagen. Also, dank der Uhrumstellung haben wir eine Stunde geschenkt bekommen heute. Am Tag der Aufnahme, wie gesagt. Und das ist schon schön. Das Problem ist, sie wird einem ja auch irgendwann wieder weggenommen. Und dann hat man eine Stunde weniger am Tag und das ist belastend. Ich komme da nie drauf klar, ne? Mich macht das. Also diese Stunde mehr ist okay. Die merke ich nicht. 30, ja. Aber wenn die Stunde einem dann wieder geklaut wird, wie ein Jetlag bei mir, ne? Ich komme nicht drauf klar. Null. Also das haut mich dann jedes Mal um. Kann ich dich? Ich kann dich aber auch nicht irgendwie. Nee. Wie kann ich? Wie um alles in der Welt will man denn da Köder dran machen? Und Wurm ist doch eigentlich der perfekte Köder. Egal. Entweder habt ihr eine wunderschöne Idee, wie das funktioniert, oder ich finde was Spektakuläres im Internet, was uns da weiterhelfen kann. Vielleicht habt ihr auch Tipps, wie wir an neue Werkzeuge kommen. Um in der Mine tiefer reinzukommen, da würde ich nämlich wirklich, wirklich, wirklich gerne weiter erkunden. Ich möchte Gold haben, ich möchte Diamanten haben. Einfach nur, um es zu haben. Ich bin ehrlich, einfach um es zu haben. Und dann können wir ja mal gucken, wie wir hier unser Dorf noch weiter gestalten können. Wir müssen immer noch den Stuhl machen und den Tisch für Tola. Da müssen wir noch eine Tischvorlage machen. Ah, okay, ja gut. Wir haben viel zu tun, zum Glück. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssli!